Etwas Mystisches beherrscht den Garten der kleinen Galerie in Gauangeloch. Man sagt, die Steinskulpturen aus Simbabwe haben fremde Kräfte. Über 8000 Kilometer hat der Galerist Roy Guthrie seine tonnenschwere Ladung hierher gebracht. Und jede Skulptur hat ihre Geschichte. Das ist eine Arbeit von Henry Munyaradzi, bekannt in der ganzen Welt schlicht als Henry. Zusammen mit Bernard Matemera gilt er als bedeutendster Bildhauer von Tengenenge. Das Werk heißt Im Angesicht der Wolken. Henry ist berühmt für seine Einfachheit, seine Direktheit und die schlichten Formen. Die Gestalt des Steins ähnelt einer Wolke mit verschiedenen Strukturen und dem kleinen Gesicht. Das ist Henrys Handschrift. Zwei schmale Augenbrauen, runde Augen, eine lange gerade Nase und einen schmalen kleinen Mund. Seine Gesichter sehen fast immer so aus. Und trotz dieser Beschränktheit schafft er es immer, verschiedene Emotionen und Stimmungen in diese Gesichter zu bringen. Munyaradzis Themen sind Abbilder und Vorstellungen der geistigen Kräfte. Die Motive der Künstler kommen aus dem täglichen Leben, sind beeinflusst von den Naturkräften und Geistern im Leben der Afrikaner. Erst in den 60er Jahren hat sich die Bildhauerkunst in Simbabwe entwickelt, als eine kleine Künstlergemeinde in Tengenenge im Norden des Landes entstand. Die Künstler arbeiten anders als wir in der westlichen Welt. Sie vermessen niemals ihren Stein, sie fertigen keine Zeichnung an, sie versuchen nicht, ihr Bild festzuhalten. Sie betrachten den Stein und erkennen ein Bild. Oder sie haben ein Bild im Kopf und sie suchen einen Stein dazu. Wenn beides stimmt, beginnen sie sofort mit der Arbeit. Sie arbeiten ausschließlich mit ihrem Handwerkszeug. They pick up their tools and they immediately start to work. They work entirely still in hand tools. In der Nationalgalerie von Roy Guthrie arbeiten 12 bis 15 Künstler. Sie fertigen ihre Skulpturen nur mit Hammer und Meißel. Mit Maschinen zu arbeiten wäre für sie ein Frevel. Manchmal dauert es Monate, bis eine Skulptur entsteht, manchmal auch Jahre. Die ständige Ausstellung der Nationalgalerie lockt immer mehr Besucher aus der ganzen Welt. Mittlerweile haben sich die Preise der Kunstwerke in den letzten Jahren verzehnfacht. Auch wenn die Tradition der Shona-Skulpturen noch jung ist, hat sie schon ihre Besonderheit entwickelt. In der Kultur Simbabwes hat alles, was existiert, sei es ein Baum, ein Berg oder ein Fluss, seinen eigenen Geist, seine eigene Seele. Deshalb nehmen die Künstler nicht einfach einen Stein und hämmern ihn zurecht, sondern sie sind sehr mit der Ausstrahlung des Steins verbunden. Meist ist das Endprodukt nicht nur das Produkt des Künstlers, sondern eine Kombination von beiden. The product of the artist, but a combination of the stone's input and the artist's input. Über 150 Exponate sind hier ausgestellt. Die meisten sind verkäuflich. Ein Besuch lohnt sich vor allem in der Stimmung am Abend.